Das ist kein Entweder-Oder, sondern es ist eher ein Sowohl-als-auch. Psychosomatische Medizin ist Brückenschlagsmedizin, die davon ausgeht, dass man Körper und Seele eigentlich gar nicht sinnvoll trennen kann, sondern dass es darum geht, körperliche, seelische Aspekte und solche der Lebensrealität, in der die Menschen zurechtkommen müssen, gemeinsam auf den Schirm zu bekommen, damit man erkrankten Menschen gerecht werden kann. Gemeinsam ist der Gedanke der Ganzheitlichkeit und der sogenannten Teilhabeorientierung. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, um einzelne Organe oder um bestimmte Symptome zu kreisen, sondern es geht um die Frage, was ist nötig, damit ein Leben wieder besser gelingen kann und damit Menschen selbst dann, wenn sie erkrankt sind, im Alltagsleben wieder besser zurechtkommen können. Und das gelingt nur, wenn man Seelisches, Körperliches und Lebensrealität gemeinsam betrachtet. Und das ist der Kern sowohl von psychosomatischer Medizin, die natürlich auch sehr auf psychotherapeutische Mittel setzt, und Rehabilitationsmedizin. Wir messen den Erfolg einer psychosomatischen Reha eigentlich nicht am Tag der Entlassung, sondern viel wichtiger ist die Frage, ob zum Beispiel ein Jahr nach der Reha noch was übrig ist, ob die Menschen noch einen Unterschied merken. Und das hängt gar nicht so sehr von dem ab, was mit den Menschen während der Reha gemacht wurde, sondern es hängt vielmehr davon ab, was die Menschen während der Reha über sich selbst gelernt und verstanden haben, was sie dazugelernt haben, um es mit in ihren Alltag hinüberzunehmen, was sie in ihrem Alltag durchhalten müssen natürlich auch, was sie nach einem Jahr nicht vergessen haben, was sie an Befähigung dazugewonnen haben, um in ihrem Alltag wieder besser bestehen zu können.